Das Portal, das dich hierher gebracht hat und wieder zurückbringen wird. Es ist also hier drin? Freut mich, dass es dir bei uns gefällt. Aber jetzt ist Weitsicht gefragt. Je länger du hier bleibst, desto größer ist die Gefahr, dass etwas aus den Fugen gerät. Du hast eine Aufgabe, die du nur in deiner Zeit erfüllen kannst. Nutze, was du hier gelernt hast, damit das Opfer unserer Freunde nicht umsonst war. Meteon ist irgendwo da draußen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Tage anbrechen. Wenn sie kommen, müssen wir vorbereitet sein. Abwehrmaßnahmen müssen ersonnen und Fluchtwege abgewägt werden. Es gibt eine Menge zu tun. Natürlich nur im kleinsten Kreis. Wenn herauskäme, dass unzählige Planeten ihr Ende förmlich herbeigesehnt haben, würden wir Meteon direkt in die Hand spielen. Wir dürfen nur jene einweihen, die diese Bürde tragen können. Gerne hätte ich auch den Konvent der 14 eingebunden. Aber Hermes wollte eine unvoreingenommene Sichtweise wahren. Schwer zu sagen, wie er reagieren würde, wenn er die Wahrheit erführe. Und weitere Feinde können wir nicht gebrauchen. Bleiben er und der Konvent jedoch ganz außen vor, wird es schwierig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Zeit gekommen ist. Eine vertrackte Situation. Vermutlich bleibt mir nur getrennt von den anderen zu agieren. Wie es auch kommen mag, wenn wir diese Sache vollständig aus der Welt schaffen wollen, müssen wir Hermes eine Antwort auf seine Frage liefern. Ihm zeigen, dass wir den Sinn unseres Lebens verstehen. Es wird darauf ankommen, wie wir der unausweichlichen Hoffnungslosigkeit und dem drohenden Tod begegnen, wenn die letzten Tage anbrechen. Wenn wir einfach nur abwarten, wird uns dasselbe Schicksal ereilen wie unzählige Planeten vor uns. Weder würden wir die letzten Tage überleben, noch hätten wir eine Chance, Meteon zu besiegen.
müssen einen Weg finden, wie wir der Hoffnungslosigkeit entgegentreten können. Und so viele wie möglich auf diese schwere Reise vorbereiten. Es wird nicht einfach sein, zu den Seelen so vieler durchzudringen. Doch ich habe stets an unser Potenzial geglaubt. Es wiegt schwerer als all unsere Fehler. Und deshalb werde ich nicht aufgeben. Die Welt, in die du zurückkehrst, ist womöglich eine andere. Vielleicht ändert sich wegen des Gedächtnisverlustes unserer Freunde aber auch nichts. Wie es wirklich sein wird, wissen wir erst, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde jedenfalls nichts als selbstverständlich ansehen und immer mein Bestes geben. Und dasselbe erhoffe ich mir von dir. Schreite an meiner Seite bis zum Schluss. Für jeden Schritt, den du tust, will ich auch einen tun. Und jene, die an die Zukunft glauben, werden uns dabei begleiten. Und am Ende werden wir die Kraft in uns finden, mit der wir der Verzweiflung trotzen können. Wir werden das Lied vom Ende verstummen lassen. Die, die es singt, soll erfahren, dass unsere Reise noch längst nicht vorüber ist. Das verspreche ich dir. Licht der Zukunft. Leb wohl. Auf dass wir uns eines Tages wiedersehen. Hiermit übernehme ich das Amt des Vandanien und werde mich mühen, es mit Ehren zu erfüllen. Mein Blick ist auf den brennenden Himmel gerichtet. In diesem Moment, an diesem Ort. Die fallenden Sterne sind Tränen. Das Meer wird von Klagen getrübt. Verzweiflung lässt die Bäume verrotten. Furcht verwandelt Magie in Abscheulichkeiten. Das maßlose Leid derer, die vor uns gehen. Ein Lied, das Ende jener besingt, die einst nach einer besseren Welt streben.
was am Rande des Universums nistet, ist nicht länger ein Geschöpf der Hoffnung. Es ist der Inbegriff aller Zerstörung. An jenem Tag opferten wir die Hälfte der Unseren, um Zodiac zu beschwören. Verborgen unter dichtem Äther konnte Eteros dem Grauen der letzten Tage entrinnen. Angstvolle Wesen erinnerten uns daran, dass der Tod am Ende unausweichlich ist. Für manche war das zu viel zu ertragen. Sie klammerten sich an die Glückseligkeit vergangener Tage, als all das noch nicht existierte. Ich kann es nicht länger mit ansehen. Wozu all dieses Leid? Alles soll wieder werden, wie es war. Ich will unser Paradies zurück. Unsere herrliche Welt. Nein, meine Freunde. Das Leid existiert. Und wir dürfen es nicht verdrängen. Selbst die mächtigsten Zivilisationen können es nicht ausmerzen. Wenn wir leben wollen, müssen wir es akzeptieren. Wir dürfen diese Tragödie nicht vergessen, sondern müssen sie in unseren Herzen tragen. Nur so erlangen wir die nötige Stärke, die man zum Leben braucht. Nein, ich kann und werde diese Realität nicht akzeptieren. Wir können sie uns zurückholen. Eine Welt frei von Leid. Nein, das können wir nicht. Auch wenn wir seinen Fängen bisher entkommen konnten, so hat dieser Schmerz doch schon immer existiert. Seht es endlich ein, Leben zu opfern, um Leben zu schaffen. Immer und immer wieder, nur um das Alte zu wahren. Das ist nicht weise, sondern töricht. Werdet nicht zu Knechten der Unbeschwertheit. Kein Reich ist jemals perfekt. Irgendwann findet alles ein Ende. Gott, geschaffen von unserer Hand, bitte erhöre unsere Gebete. Wie du Leben nimmst, so segne uns damit. Führe uns zurück zu besseren Tagen. Zu Tagen, an denen der Planet unsere Liebe erwiderte, und wir nichts als Glück und Zufriedenheit kannten. Willst du eine solch schöne Welt wirklich vernichten? Der
Der endlos weite Horizont. Ein Himmel, in dem man versinken kann. Der ruhige, aber stetige Atem der Natur. Dazwischen jene, die alles mit Leben erfüllen. Ihre Gesichter und Stimmen wärmen mein Herz wie nie etwas zuvor. Sie alle sind wie ein Schatz für mich, den ich beschützen will. Den ich liebe. Trotz alledem, oder gerade deswegen, glaube ich fest an unser Potenzial. Daran, dass wir allen Widrigkeiten trotzen können. Drum ist es Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wir sind an eine Gabelung unseres Weges gekommen. Die Flüge zum Paradies. Eure flüchtige Allmacht, ihr braucht sie nicht mehr. Dies ist der Beginn einer neuen Reise. Wo man auch hinblickt, Schmerz. Er sticht im Herzen und schnürt einem die Kehle zu. In der neugeborenen Welt gibt es nichts als Leid. Leben kommen und gehen wie Wimpernschläge. Doch sie schreiten unaufhaltsam Neuem entgegen. Jeder Moment, von der Geburt bis zum Tod, ist Teil einer Suche nach Antworten. Warum ward uns Leben gegeben? Sind wir doch des Todes geweiht? Erhebt sich das schwache Klagen so kraftvoll? Eurer Unvollkommenheit. Oder gerade deswegen setzt ihr eure Suche unentwegt fort. Such weiter nach einer nie erstarrenden Kraft, umso mehr, da du vom Ende weißt. Such weiter. Einen verwirrten Schritt nach dem anderen. Such weiter nach Freude in den dunkelsten Stunden. Nach dem letzten Licht inmitten der Verzweiflung. Nun stehen unsere Zeitalter kurz davor, sich ineinander zu verflechten. Wenn sich dir der Sinn meiner Worte erschließt und du auf deiner Reise jene Kraft in dir gefunden hast, dich selbst der grausamsten aller Prüfungen zu stellen,
Dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich vor so langer, langer Zeit gab.
zu haben. Bewahrt Ruhe! Hilfe ist auf dem Weg! Hierher! Rennt nicht blind ins Eis! Sicherheit, Vater! Ich halte die Großen auf. Kümmere du? Ich heile Verletzte und beschütze die Fliehenden. Los! Lass mich auf dich, Alfino. Yeah.
Hilfe! Zu Hilfe! Zum Angriff! Lasst keine Bestie übrig! Das sind doch... Iolus und die kaiserlichen Truppen! Ihr seid wohl auf! Diesmal bin ich nicht zu spät. Reden können wir nachher. Lass uns jetzt gemeinsam in die Schlacht ziehen. Gemeinsam mit denen, die uns in der Not halfen. Kämpft mit dem Stolz Garlemals! Los, unterstützen wir sie! Kaiserliche Armee? Oh. Verdammt! Ich hab nicht alle erwischt! Sollen wir uns kurz zurückziehen? Auf keinen Fall! Wir haben versprochen, diese Welt zu beschützen. Ich lasse nicht zu, dass die Bestien nun ihre ehemaligen Liebsten verschlingen. Dieser Schmerz muss nicht auch noch sein. Recht so. Komm, entfachen wir ein Feuerwerk. Solange du nicht wieder deinen kompletten Äther aufbrauchst? Na dann los! Thank you.
Luft knistert mit Energie. Sucht Deckung! Ich spüre kein bisschen Äther mehr. Es gibt also wahrlich kein Zurück. Entschuldigt. Wir wollten euch dafür danken, dass ihr uns gerettet habt. Ihr wart es doch auch, die uns bei Purusha geholfen habt, oder nicht? Richtig, du bist aus Palakas Ruh. Schön, dass du unversehrt bist. Aber dich hat es ziemlich erwischt, oder? Lass... Schnell, lauft! Von hier! Schnell! Nicht ein Leben sollst du nehmen! Unsere Zukunft! All unsere Hoffnung! Letzte Tage! Hin oder her! Sie bekommt ihr nicht! Meines Vaters in die Knie zu ziehen. Wie sieht das denn aus? Nicht, dass ich jemals an ihre Größe heranreichen würde. Aber es ist höchste Zeit, ihr nicht fortan alle Last aufzubürden. Ihr, die zu Ioseas Klinge geworden ist. Willkommen zurück, meine Freundin. Bist du gewappnet? Hier reicht's mit diesen Biestern. Los! Thank you.
Ein Trio für die Bitte steigt zügig ins Luftschiff. Wir werden bald ablegen. Um nach Schalayan zu fliehen, oder nicht? Lauert das Ende dort nicht ebenso? Der Magistrat hat eure Leben vertrauensvoll in meine Hände gelegt.
Gleichwohl musstet ihr fürchterliches Leid erfahren und schlimme Verluste hinnehmen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Und ihr habt ganz recht. Das Ende breitet sich aus wie ein Geschwür und ich kann euch wahrlich nicht garantieren, dass Schalayan absolute Sicherheit bieten wird. Dennoch ist unser Wille ungebrochen und unsere Mission klar. Wir wollen helfen. Meine Landsleute arbeiten just in diesem Moment an einem Schiff, das unser aller Rettung bedeutet. Ein Schiff gen Mond. Deswegen bringe ich euch nach Al-Chalaya. Und ist es erst fertig, werden wir gemeinsam in eine neue Welt aufbrechen. Mitsamt dem kollektiven Erbe unseres Gestirns und ausreichend Versorgungsgütern. Dann danken wir für eure Obhut. Eure Pläne haben sich also geändert. Den Leuten aus Razatan haben die letzten Tage schlimm zugesetzt. Galemald mag nicht weit sein, doch würden wir sie nun diesem Gewaltmarsch aussetzen, würde das nur mehr Leid bringen. Das hatte mir auch Sorgen bereitet. Allerdings bin ich froh zu hören, dass sie nun in guten Händen sein werden. Kümmert euch gut um sie, bitte. Alfino? Seht, da kommt jemand! Hört das denn nie auf? Xenos. Alles ist gut. Geh zum Luftschiff. Dort findest du Sicherheit. Was bei den Göttern soll das hier werden? Da war eine Bestie, die ich noch nie gesehen habe. Also habe ich sie erlegt. Sie war allerdings so schwach, dass ich mich kaum aufwärmen konnte. Was für eine enttäuschende Übung. Übung? Hast du nur deine dumme Revanche im Kopf? Warum sollte ich an irgendetwas anderes denken? Aber du hast eine andere Beute im Visier, nicht wahr? In dir brennt ein wunderbar heißes Feuer, aber es gilt nicht mir. Und es lässt sich nicht locken, so sehr ich es auch mit Hass und Verzweiflung zum Lohen bringe. Und so wetze ich lediglich meine Klauen. Was? Was sagt ihr denn da? Galemald ist gefallen. Unsere Heimat. Die Heimat, über die ihr geherrscht habt. Die Hauptstadt ist ein Trümmerfeld. So viele Tote. Wir sind Soldaten. Wenn ein Bürgerkrieg ausbricht, dann kämpfen wir. Aber wie viele unschuldige Zivilisten mussten ihr Leben lassen?
Familie, Freunde, Landsleute. Sie haben sich alle gegenseitig abgeschlachtet. Niemand wusste weshalb. Und die wenigen, die diesem Irrsinn widerstehen konnten, sind elendig erfroren. Und dann musste ich erfahren, dass all das euretwegen geschehen ist. Wenn das wahr ist, dann... Wieso? Wozu? Ja, es ist wahr. Und am Ende war alles umsonst. Was? Du verdammter Dreckskerl! Iulus, Zenos hat all deinen Zorn verdient, aber du musst dich jetzt beruhigen. Ich bitte dich. Wenn dich deine Gefühle übermannen, wirst auch du zu einer Bestie. Hättest du gerne einen Grund? Was? Ich frage, ob ich dir einen Grund nennen soll. Es klang so, als hättest du gerne einen. Um das, was du gesehen hast, zu vergeben, zu rechtfertigen. Wenn dem so ist, wärst auch du nur stumpfes Vieh. Was sind schon Gründe? Die Frage nach richtig oder falsch. All das sind nichts weiter als bequeme Ausflüchte. Alles Schall und Rauch. Hat dich der Krieg denn nichts gelehrt? Glaubst du, Galemal sei anders? Besonders? Wie oft haben sinnlose Konflikte die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt? Schaut euch nur an, wie ihr allzu bereitwillig eure Schwerter im Blut anderer gebadet habt, im Namen der Gerechtigkeit. Dabei seid ihr schon immer blind dem Willen selbstgerechter Intriganten gefolgt. Und da fragst du mich nach einem Grund. Lächerlich. Was blickst du zu anderen und fragst nach Erklärungen, nach deren Gründen? Auf der Suche nach einer Antwort könntest du bis ans Ende des Universums reisen und findest doch nur eines. Selbstsucht. Im Sein einen Sinn zu finden. Diese Verantwortung liegt allein bei uns selbst. Ist dein Sinn nun das gezogene Schwert, so werde ich meine Klauen auch an dir wetzen. Deine Existenz ist Gift in Galemals Adern. Ich will dir all meinen Zorn und all meinen Kummer ins Gesicht spucken, auf dass sie dich zerfressen mögen. Aber Alfino hat recht. Es zöge nur eine weitere Tragödie nach sich. Und ich möchte wahrlich niemand mehr an deinen Irrsinn verlieren. Verschwinde! Und wage es bloß nicht, noch ein einziges Mal vor deine Landsleute zu treten. Zenos! Vielleicht Sinn in dieser Lebensweise gefunden und manches, was du gesagt hast, mag stimmen. Aber wenn du das verachtest, was anderen Sinn gibt und du dich nur um dich selbst sorgst, wirst du für immer allein sein. Diese Revanche zum Beispiel. Wer sollte sich darauf einlassen wollen? Du benutzt jeden nur für dein eigenes Vergnügen
ohne etwas zurückzugeben. Wie wär's denn, wenn du den Spaß zur Abwechslung mal teilst? Wenn du mal an andere denkst, dich für sie interessierst? Und wenn du das nicht kannst, dann hau ab. Genieß deine Einsamkeit. Du verdienst sie. Die Luftschiffe sind bereit zum Abflug. Das mit den Bürgern Razzatans bricht gleich auf. Aber mein eigenes wird noch eine Weile ankern. Es steht euch offen, mitzufliegen, so ihr es denn wünscht. Der Bund der Morgenröte hat uns hier und heute vor Schlimmem bewahrt. Wir mögen grundverschiedener Ansichten sein, aber eure Hilfe ist unbestreitbar. Danke für das Angebot. Aber wie lange ist denn eine Weile? Ich werde nach Galemald reisen, um das Ilsabad-Korps über die dortige Lage zu informieren. Nach dem Eingreifen der kaiserlichen Armee betrachte ich es als meine Pflicht, mich dieser Situation anzunehmen. In dem Fall werden wir dich begleiten. Wir kennen beide Seiten der Galeischen Medaille und unsere Einblicke könnten dir nützlich sein. Iulus, schließ dich gerne an, wenn du möchtest. Unterwegs kann ich dir erzählen, was es mit den sogenannten letzten Tagen auf sich hat. Unsere jungen Adler werden also endlich Flüge. Ihr seid unversehrt. Sehr gut. Ich habe die geheilten Truppen über die Situation aufgeklärt und sie umgehend zu eurer Unterstützung entsendet. Offenbar haben sie euch noch rechtzeitig erreicht. In der Tat. Durch ihr beherztes Eingreifen wurden viele Leben gerettet. Und doch konnten wir nicht allen helfen.
Ihr müsst Loot. Erlaubt mir, euch über die aktuelle Lage zu informieren. Verstehe. Wir haben es also tatsächlich mit dem Ende der Welt zu tun. Sicherlich fühlt es sich gerade wie ein herber Rückschlag an. Aber es war die richtige Entscheidung, zu evakuieren. Es hätte nur zu weiteren Verlusten geführt, hättet ihr eure Stellung mit aller Gewalt verteidigt. Im Zentrum Galemals wurden ebenfalls groteske Bestien gesichtet. Immerhin halten sich ihre Zahlen in Grenzen, da sich kaum mehr Überlebende in der zerstörten Stadt aufhalten. Maxima führt die verbliebenen Truppen des Chors gerade dorthin, um den Rest der Bestien unschädlich zu machen und die Evakuierung der übrig gebliebenen Bewohner zu leiten. Ich möchte um die Unterstützung der kaiserlichen Truppen bitten, sobald alle Luftschiffe gestartet sind. Vertraut ihr uns dafür denn genug? Wäre ich um einen Hinterhalt eurerseits besorgt, hätte ich euch nicht den Bund der Morgenröte ziehen lassen. Das Ende der Welt wiegt schwerer als alte Feindschaften und jede Hilfe ist willkommen. Wir mögen unterschiedlicher Abstammung sein, gar gänzlich andere Ansichten haben. Aber im Moment kämpfen wir alle für dasselbe. Für eine Zukunft. Selbstverständlich werden wir helfen. Wir haben geschworen, die kaiserliche Hauptstadt zu schützen. Ich selbst werde mich nun wieder meinen Obliegenheiten zuwenden. Ich danke euch allen erneut für Kooperation und Beistand. Bitte, einen Moment noch. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Es tut mir leid, mein Sohn, aber wenn du mich nun für eure Pläne rekrutieren möchtest, werde ich dir diesen Gefallen abschlagen müssen. Nein, das ist es nicht. Ich möchte lediglich eine Erklärung. Zu Schalayans großem Exodus, die Flucht von diesem Planeten. Ich möchte den Plan in seiner Gänze hören. Kannst du mir denn versprechen, dass du es beim Zuhören belässt und keine Bestrebungen unternimmst, uns zu hindern oder aufzuhalten? Ja, das verspreche ich. Hätte mir ein anderer ein solches Versprechen gegeben, wäre ich zweifelsohne misstrauischer. Aber du hast in deinem Leben noch keines gebrochen. Ich werde deine Bitte dem Rat vorlegen müssen. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, lasse ich Nachricht an Baldesions Gelehrte schicken. Ist das akzeptabel? Mehr als das. Vielen Dank. Das lief gut. Kehren wir nach Alt-Schalayan zurück. Ich bin schon gespannt, was du uns vom ersten Splitter berichten wirst. Hast du das auch gerade gehört?
Wo ist der sagenumwobene Pudding des blauen Sterns? Was zum... Selbst wenn der Mond mit Gleißen birst, kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Dennoch hätte ich nicht erwartet, euch hier anzutreffen. Wir haben uns lange nicht gesehen, Freunde. Wie ihr seht, hat mich unser Gestirn seit eben wieder. Ouranger, was machst du hier? Und ist dir in deinem Aufzug überhaupt nicht kalt? In der Tat wird es wohl nicht mehr lange brauchen und die eisige Hand des Todes wird mich dahingerafft haben. Deshalb lasst mich schnell erklären, warum wir hier sind. Niemand, keine einzige Seele ist nämlich zu uns auf den Mond geflohen. Und das, obwohl wir den Anfang des Endes beobachtet haben. Aber wir haben auch nichts davon gehört, dass die Evakuierung abgesagt wurde und nun gar nicht stattfindet. Vielleicht gibt es Probleme mit den Vorbereitungen zur Abreise, dachten wir uns, und wollten helfen kommen. Außerdem hat Ouranger so sehr von Eteris geschwärmt, dass wir den Planeten unbedingt mit eigenen Augen bestaunen müssen. Richtig. Bevor der Planet endgültig hops geht. Pudding, echter Pudding, nicht Ouranger's lang ersehnter Pudding. Mein Herz verzehrt sich nach dir. Hey, ihr raubautigen Rüben. Kein Fünkchen Anstand in den langen Löffeln. Wie gesagt, wie auch immer die Entscheidung der Bevölkerung von Eteris ausfallen wird. Wir sind hier, weil wir helfen wollen. Heidelin schuf uns aus ihrer unbändigen Liebe zum Leben und dem Wunsch, es zu schützen. Demnach ist es nicht nur unsere Pflicht, euch zu unterstützen, wo wir nur können, sondern vor allem ist es unser größtes Vergnügen. Vom fernen Mond aus gestaltet sich das aber schwierig. Wie sollen wir je verstehen, was ihr fühlt, denkt und braucht, wenn wir so weit von euch entfernt sind? Je mehr wir uns mit Ouranger unterhielten, desto schmerzlicher wurde uns das bewusst. Bitte lasst die Idee einmal durch euren Kopf hopsen. Erlaubt uns zu lernen, euch zu verstehen und euch zu helfen, wo auch immer ihr auf Probleme stoßt. Verzeiht, aber handelt es sich bei diesen Wesen um... Meister Fourchenot, es ist lange her. Sie sind die Helfer Heidelins, diejenigen, die ihr eure Unterstützer auf dem Mond nennt. Oh, seid ihr jemand vom Rat der Philosophen? Wie aufregend, euch endlich treffen zu können. Ich bin Livingway, die rechte Hand Heidelins. Verstehe. Ich und der Rat der Philosophen heißen euch und die Euren herzlich auf unserem Planeten willkommen, ehrenwerte Livingway. Ihr lagt mit eurer Einschätzung in der Tat sehr richtig. Bei unseren Vorbereitungen, zum Mond aufzubrechen, sind wir auf zahlreiche Schwierigkeiten gestoßen. Wir wären hocherfreut, wenn ihr mit uns nach Schalayan reisen und euch der Sache annehmen würdet. Während ihr um das Gestirn kämpftet, bemühte ich mich um den Mond als letzte Rettung. Dieser Pflicht habe ich mich noch nicht entbunden. Doch als es die Loporit nach unserem Planeten sehnte, tat sich eine Alternative vor mir auf. Und ich folgte meinem Herzen. Ich danke dir. Allein euch alle in guter Gesundheit zu sehen, bestärkt mich in meinem Entschluss. Während die Loporit in der Obhut des Rates der Philosophen verweilen, würde ich mich euch gern wieder anschließen.
Dann lasst uns schnell nach Hause, bevor sich Oranger in seinem Gewändchen noch den Tod holt. Mir klappern inzwischen auch die Zähne, wenn ich ehrlich bin. Keine Sorge. Mit derart vielen Loporit an Bord wird das Innere des Luftschiffes sicherlich lauschig warm. Thank you.
Ich hatte einen Vorschlag an euch. Je nachdem, wie viel uns der Rat gleich zu erzählen gewillt ist, würde ich Ihnen gern ein Angebot unterbreiten. Ein Handel, wenn man so will, der uns einen ordentlichen Schritt voranbringen dürfte. Seid ihr damit einverstanden, mir die Verhandlungen diesbezüglich zu überlassen? Aber klar, du warst es schließlich, der das hier überhaupt erst in die Wege geleitet hat. In dem Fall kann ich die Fragen übernehmen, die wir Ihnen stellen wollen. Dann kannst du dich darauf konzentrieren, dir deine Argumente zurechtzulegen und auf den richtigen Augenblick zu warten. Danke, Kriele. Ich bitte um Ruhe im Saal. Die Sondersitzung des Rates ist hiermit eröffnet. Wie bereits besprochen, nehmen wir uns heute dem Anliegen des Bundes der Morgenröte an, unsere Pläne, um den großen Exodus offenzulegen. Bitte, tretet ein! Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich euch unseren Dank aussprechen für euer beherztes Eingreifen in Magna Glacies, das sowohl Geflüchtete als auch Landsleute rettete. Ich soll euch zudem vom Magistrat von Razatan ausrichten, dass er euch zutiefst verbunden für eure Hilfe ist. Als Ausdruck unseres Dankes möchte sich der Rat der Philosophen nun eurem Anliegen annehmen. Diese Sondersitzung soll all euren Fragen gelten und wir werden unser Äußerstes tun, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Vielen Dank. So gestattet mir, bei den Grundlagen zu beginnen. Die erklärte Mission des Rates ist es, sowohl Bewohner als auch Wissen auf den Mond zu evakuieren. Fort von diesem Planeten, der alsbald von einer Apokalypse verschlungen wird, richtig? Das ist korrekt. Als Stadt des Wissens arbeitet Chalayan seit geraumer Zeit an diesem Vorhaben. Besagtes Wissen wird aus der ganzen Welt zusammengetragen und sowohl im Labyrinthos als auch im Numenon verwahrt. Es zu bergen ist der erste Schritt. Gleichzeitig werden wir Chalayans Bewohner in Gruppen teilen und sie nacheinander auf den Mond transportieren. Dort sollen sie die Wohn- und Lebensverhältnisse überprüfen und bei Bedarf verbessern. Sobald diese Grundlagen geschaffen sind, werden wir uns der Bevölkerung unserer verbündeten Nationen annehmen und sie nacheinander auf den Mond evakuieren. Razatan stand bereits recht weit oben auf unserer Prioritätenliste. Doch die letzten Tage brachen früher an als erwartet und so wollten wir die Evakuierung Tafners vorziehen. Ein Plan von beachtlichem Ausmaß. Glaubt ihr, alle Bewohner des Gestirns auf diese Art in Sicherheit bringen zu können? Soweit es eben möglich ist. Und was möglich ist, das entscheidet der Rat der Philosophen? Der Exodus auf einen anderen Planeten ist das wohl schwierigste Unterfangen in der Geschichte dieser Welt. Verwenden wir unsere Kräfte darauf, Parteien mit anderen Ansichten und Plänen dennoch aufzunehmen, setzen wir seinen Erfolg aufs Spiel. Vertagen wir die Diskussion über das Für und Wider dieser Angelegenheit. Ich möchte nun auf den aktuellen Stand des Projekts eingehen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Schlüssel dieses Plans, nämlich das Transportmittel zum Mond selbst, noch gar nicht fertig ist.
Nicht fertig in dem Sinne, dass es nicht mit der erforderlichen Leistung operiert. Das ist korrekt. Das Schiff, an dem wir so lange gearbeitet haben, die Rettung, wie wir sie getauft haben, fertig ist sie sehr wohl. Doch wir haben unterschätzt, wie schnell sich die letzten Tage ausbreiten werden. Momentan erreicht der Antrieb dieses Schiffes nicht die benötigte Geschwindigkeit. Und auch das Zuführen von Energie nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Würden wir nun mit der Evakuierung beginnen, bräuchten wir für einen vollen Hin- und Rückflug viel zu lange. Niemals schaffen wir so genügend Flüge, um alles Leben und Wissen vor dem Untergang zu bewahren. Die Verluste wären immens. Das... Gibt es denn gar nichts, was man tun kann? Der Ätherantrieb, der die Reise zwischen den Sternen erst möglich macht, wird im Moment noch diversen Tests unterzogen. Das Ziel ist es, ihn dahingehend zu verbessern. Gleichzeitig haben wir damit begonnen, die erste Fracht zu laden. Aber auch hierbei muss die Obergrenze noch ausgelotet und angepasst werden. Wie wäre es in diesem Fall mit einem Abkommen zwischen Schalayan und dem Bund der Morgenröte? Wir werden helfen, den Ätherantrieb zu verbessern. Haben wir damit Erfolg, so bitten wir Schalayan um zwei Gegenleistungen. Erstens, eine Unterredung mit Heidelin. Wenn man euer enges Verhältnis zu der Göttin bedenkt, so ist es doch reichlich seltsam, dass Schalayan den Antiturm einfach sich selbst und der Natur überließ. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Man hat einen anderen Weg gefunden, Kontakt zu halten. Zweitens würden wir dem Rat gerne einen Vorschlag unterbreiten, wie die Rettung eingesetzt wird. Und von wem? Einen Vorschlag? Keine Forderung? Nun, wenn jener Vorschlag nicht einmal den Zuspruch von 99 Ratsmitgliedern erhält, ist uns das Beweis genug. Dann ist er unbrauchbar. Wie überaus interessant. Ein bunter Haufen junger Weltenbummler will sich einem Problem stellen, an dem sich selbst die klügsten Köpfe Schalayans die Zähne ausbeißen? Wie wunderbar unerhört. Aber genau das braucht der Wissenschaftler, wenn er in einer Sackgasse steckt. Neue Inspiration und selbstverständlich frischen Wind, um den Muff der alten Theorien zu vertreiben. Ich persönlich setze große Hoffnung auf meine einstigen Schüler und stimme für das Abkommen. Ruhe! Ruhe! Es zählt jede Sekunde. Alle, die für das vorgeschlagene Abkommen mit dem Bund der Morgenröte sind, mögen bitte die Hand heben. Ich zähle 71 Stimmen dafür und 28 dagegen. Damit ist es beschlossen. Schalayan nimmt das Angebot an. Ratsmitglied Fourchenot, als Kopf des Exodus-Projektes, untersteht der Bund der Morgenröte eurer Verantwortung. Der Rat verlässt sich darauf, dass ihr euch nicht durch persönliche Einwände von euren Pflichten abhalten lasst. Ich
Ihr habt mein Wort. Damit ist die heutige Sondersitzung geschlossen. Eines noch. Die Zeit läuft uns davon. Widmet euch euren Aufgaben und gestattet keinerlei Ablenkungen.
Liegt das vielleicht an der Kabelführung? Nein, nein, lieber nicht mehr dran rumfummeln. Verdammt, noch eins! Wir sollten schon längst am anderen Ende des Universums sein. Meister Kokol, bitte verzeiht die Störung. Fourchenot, was ist? Und was sollen die ganzen Leute hier? Sag bloß, das ist schon die erste Fuhre. Am Flugplan hat sich nichts geändert, auch wenn uns die Zeit davonläuft. Heute will ich dir eine Gruppe Individuen vorstellen, die auf Geheiß des Rates bei der Verbesserung des Ätherantriebs helfen sollen. Helfen sollen sie? So, so. Die habe ich ja noch nie gesehen. Einige von ihnen sind Exegeten. Niemand von ihnen ist jedoch auf dein Fachgebiet spezialisiert. Trotz alledem glauben sie, den lang ersehnten Durchbruch erreichen zu können. Zögere aber nicht, sie deiner Werkstatt zu verweisen, sollten sie dich zu sehr bei der Arbeit stören. Soweit werden wir es nicht kommen lassen, das versichere ich euch. Würdet ihr uns etwas zu besagtem Ätherantrieb erzählen? Sicher, sicher. Ich sollte ohnehin eine Pause machen. Also, der Ätherantrieb unserer Arche soll, wie sein Name schon mehr als deutlich verrät, puren Äther in Schubkraft konvertieren. Diese brauchen wir, um im Weltall überhaupt ordentlich von der Stelle zu kommen. Unser eigener Planet mag reich an Äther sein, aber das All ist es nicht. Trotzdem muss die Rettung zuverlässig zwischen hier und dem Mond hin und her fliegen können. Und das ist des Kobalos Kern. Meinen Berechnungen zufolge müssen wir die ätherische Leitfähigkeit um 6% steigern. Nur so können wir die vom Rat verlangte Zahl der Rundflüge in der uns verbleibenden Zeit bewerkstelligen. Nur 6%, sagt ihr jetzt vielleicht, aber ich sage ganze 6%. Sowohl das verbaute Material als auch der strukturelle Aufbau des Antriebs sind bereits bis auf das Äußerste optimiert. Woher sollen wir also noch diese verflixten 6% nehmen? Habt ihr die Loporit bereits um Rat gefragt? Haben wir. Ihre Ingenieure haben sich der Sache angenommen, aber selbst sie meinten, dass die Lösung dieses Problems einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zeit, die wir nicht haben. Die Arche der Loporit, sprich der Mond, hat einen weitaus leistungsstärkeren Antrieb und trifft damit gar nicht erst auf derartige Schwierigkeiten. Diese Schubkraft erreicht sie allerdings auch nur, weil besagter Antrieb das komplette Innere des Mondes ausfüllt. Diese Technologie auf unsere Winz-Arche zu münzen, wie sie die Rettung bezeichnen, gestaltet sich wohl als äußerst schwierig. Es ist zum Verzweifeln. Kein Ansatz scheint auch nur annähernd erfolgversprechend. Hey, ihr! Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann organisiert mir Edeladamantit. Edeladamantit? Das der Alaga? Weißt du etwas darüber, Raha? Leider sind mir nur sehr allgemeine Informationen bekannt. Es wurde im Alagischen Kaiserreich erschaffen. Allerdings hielt man seine Herstellungsmethode streng unter Verschluss, weshalb es auch oft verborgenes Metall genannt wurde. Es ist nicht nur in Teilen Dalamuts zu finden. Diverse Aufzeichnungen sprechen auch davon, dass es eine Schlüsselrolle bei der Erschließung des Alls gespielt hat. Genau, ganz genau das. Edeladamantit gegossen aus geheimnisvollen metallurgischen Künsten, die gemeinsam mit den Alagern unwiederbringlich verschwunden sind. Seine ätherische Leitfähigkeit ist phänomenal und stellt alles Vergleichbare in den Schatten. In unserem Ätherantrieb selbst habe ich eine winzige Menge dieses Wundermetalls verbaut. Wir sind im Nordmeer zufällig über ein Stück von Dalamut gestolpert und haben es natürlich sofort an Land gezogen. Seit der 7. Katastrophe hat dieser Schatz unentdeckt in den Tiefen geschlummert. Wenn wir noch mehr davon in die Finger bekämen, tja, dann sehen 6% plötzlich überhaupt nicht mehr wie ein Fiebertraum aus. Dalamut-Splitter sind quer über Eosea verteilt. Die sollten sich doch mühelos aufspüren und bergen lassen. Natürlich haben wir schon unsere Klauber darauf angesetzt, ja. Aber Edeladamantit wurde nur in sehr spezifischen Teilen Dalamuts verwendet.
In dem gigantischen Motor der Verkeilungsschiffe vom Typ Ragnarök nämlich, der wie ein Stachel aus ihnen herausragt. Doch an den Teil mit dem Edeladamantit gelangt man laut unserer Nachforschung nur, wenn man sich durch das Innere eines dieser Schiffe schlägt. Und das ist mit unzähligen Abwehrmechanismen gespickt. Selbst die talentiertesten Klauber laufen durchaus Gefahr, sich an einem derartigen Unterfangen die Zähne auszubeißen. Klingt wie der Ort, an dem wir uns mit Bahamut angelegt haben, findest du nicht? Die Herausforderung, der du dich nicht sofort stellen willst, muss erst noch gefunden werden, was? Allein in Eorzea wissen wir um mehrere Splitter Dalamut, die in Frage kommen. Wenn wir so viel Edeladamantit wie möglich bergen wollen, wäre es nicht zielführend, uns einfach nur aufzuteilen. Nein. Tankred, als du Galemalt ausgekundschaftet hast, da hast du doch eine Kontaktperle benutzt, um dich mit der Leitung des Ilsabad-Korps austauschen zu können, oder nicht? Ist die Verbindung noch aktiv? Ist sie. Hier, tob dich aus. Was hast du vor? Ein jeder muss beim Holzsammeln helfen. Nur so kann das Feuer groß genug werden, um die Kälte des Schneesturms zu vertreiben und die Finsternis der Nacht fernzuhalten. Hier ist Alfino, hört ihr mich? Der Bund der Morgenröte hätte ein Anliegen an euch. Verstanden. Ich werde umgehend Großmeister Emmerich kontaktieren und ihn eine Bergungseinheit zu den Dalamut-Resten in Karthas schicken lassen. Gridania nimmt sich der Sache ebenfalls an. Meine Schwestern tun derzeit ihr Möglichstes, die Auswüchse des Untergangs im Zaum zu halten. So werde ich an ihrer Stadt die Bergungsexpedition leiten. Gibt es neben den Luftschiffwracks noch eine andere Möglichkeit, an Edeladamantit zu gelangen? Etwas aus dem höchst seltenen Metall herzustellen lohnt sich nur dann, wenn eine große Menge Äther geleitet oder gespeichert werden muss. Allagische Artefakte, die in Frage kämen und das Kaiserreich überdauert haben, sind nun wahrscheinlich in den Händen extravaganter Sammler oder hochspezialisierter Magiekundiger. Mächtige allagische Artefakte. Ich werde mich mit der östlichen Allianz besprechen. Mit vereinten Kräften werden wir sicherlich fündig. Kann ich euch sonst noch irgendwie unterstützen? Es finden sich zwar keine Splitter Dalamuts in unseren Landen, aber helfende Hände haben wir zuhauf. Meister Kokol, benötigt ihr irgendetwas aus Othard? Was? Sogar der ferne Osten steht uns bei? Na,
In dem Fall brauche ich unbedingt die göttlichen Schätze. Ihr wisst schon, ihre heiligen Insignien. Diese Schätze sind darauf ausgelegt, die massiven Äthermengen von Prima E in sich zu bündeln und bei Bedarf auch wieder freizusetzen. Für die Speicherkapazität unseres Antriebs wären sie ein Segen. Sirina, du hast es sicher gehört. Denkst du, du könntest uns die göttlichen Schätze besorgen? Nur zu gern. Ich hatte schon befürchtet, im Kampf gegen diesen Untergang gänzlich machtlos zu sein. Und wenn die Insignien dieser Maschine dienlich sind, so will ich mein Bestes tun, sie euch zu beschaffen. Aber sicher helfen wir euch. Schließlich versteht sich niemand so gut aufs Plündern wie wir. Und uns jucken die Finger nach einer ordentlichen Beutefahrt. Wir schippern dann alles nach Alt-Schalayan, ja? Schafft schon mal Platz im Hafen. Machen wir. Vielen, vielen Dank. Und gebt bitte alle auf euch acht. Ich bin beeindruckt. Ja, damit sollte für reichlich Edeladamantit gesorgt sein. Ich habe großes Vertrauen in unsere Freunde. Und wir kümmern uns inzwischen um den nächsten Schritt.
Danke, Pippin. Es gilt also einerseits Edeladamantit aus den Resten Dalamuts zu bergen und andererseits nach potenten magischen Artefakten der Alaga zu suchen. Gut, dann versammeln wir unverzüglich jegliche Elitestreiter der Legion und stellen einen Bergungstrupp zusammen. Dafür werden die besten Leute der Palastwache und der Messingklingen rekrutiert. Papa Shan, bitte setze auch alle Gilden in Kenntnis. Ihre Kooperation ist unabdingbar, sowohl für die Überwindung der allergischen Abwehrmechanismen als auch für die Bergung des Metalls selbst. Meister Fürgeis? Ich ließ nun gerade euch in den Skorpio-Kreis berufen, weil ich mir die Unterstützung der Eisenscheinsoldaten erhoffe. Ihr werdet mit der Legion der Unsterblichen zusammenarbeiten, um dem Bergungstrupp zur Seite zu stehen und für die Sicherheit an allen Schlüsselstellungen zu sorgen. Selbstverständlich, Eure Majestät. Mein Sohn Zirnberg, Hauptmann der Eisenscheinsoldaten, wird persönlich das Kommando übernehmen. Pippin, du hast deinerseits Befehlsgewalt über den Bergungstrupp. Führe die Streiterinnen und Streiter mit Tisona fest in deiner Hand. Lolorito, euch beauftrage ich mit der Beschaffung der allergischen Artefakte. Niemand verfolgt den Markt von Uldan und den Handel mit exotischen Stücken so genau wie ihr. Selbstverständlich sollt ihr nicht aus der Güte eures Herzens und aus eigener Tasche heraushandeln. Jegliche Transaktion wird von der Krone vergütet. Lasst also keinerlei Zurückhaltung walten. Unsere Welt steht am Abgrund einer nie dagewesenen Katastrophe. Eine Bedrohung, der wir allein nicht Herr werden können. Doch wir... Die Kinder Eoseas. Wir kennen das Leid und den Schmerz. Tragen Wunden, die seit der siebten Katastrophe in unsere Herzen stechen
Sie sind uns eine Lektion. Eine Lektion, die wir nun endlich verstanden haben. Nur gemeinsam werden wir uns erheben. Der Bund der Morgenröte beschwor uns seit jeher zur Einheit. Nun schallt sein Ruf nach Verbündeten durch alle Lande. Und Uldar wird antworten in all ihrer Stärke und Glorie. So erheben wir das Schwert und schlagen auch diese Bedrohung zurück. Dies ist ein Befehl, Sultana Nanamo Ulnamos, 17. Dera von Ul. Widmet euch umgehend euren Pflichten und kämpft! Unsere Streitkräfte sind beachtlich, aber stimmt das Verhältnis der Truppen? Heiler haben wir zur Genüge, doch mangelt es an Frontkämpfern, die den allergischen Abwehrmechanismen standhalten können. Bislang war diese Aufstellung immer Gridanias Stärke, ohne Frage. Doch zöge sie nun den Kampf unnötig in die Länge. Dürfen wir uns diesem Kampf anschließen? Was macht ihr denn alle hier? Nun ja, in Gyr Abania gibt es kein Dalamut-Stück mit Verkeilungsschiff. Deswegen sind wir gekommen, um Gridania zu unterstützen. Es war kein weiter Weg von Alamigo bis hierher. Und außerdem dachte ich, dass ihr ein Frontpolster gut gebrauchen könntet. Es sollte mich kränken, dass du Gridanias Schwäche derart leicht durchschaut hast. Aber du hast den Nagel wahrlich auf den Kopf getroffen. Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Aber als Mitglied des Bundes der Morgenröte verbrachte ich viel Zeit in Gridania und dem tiefen Wald. Deswegen bin ich mit den hiesigen Truppen und Strategien bestens vertraut. In dem Fall werde ich nicht zögern, dich um Alamigos Unterstützung zu bitten. Rufen wir sofort den Stab zusammen. Ich werd's schon schaukeln. Das verspreche ich dir, Papa Limo. Haben sich schon längst alle versammelt.
So lautet die Bitte um Unterstützung von der Östlichen Allianz und des Vorsitzenden Lolorito. Wenn irgendjemand um den Aufenthaltsort dieser heiligen Kleinodien weiß, dann doch sicherlich meine Freunde von der Konföderation, dachte. Wen haben wir denn da? Hancock, was machst du hier? Aber das passt mir sehr gut. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten.
Thank you.
brauche eine Pause. Bei allen Möhren, noch nie in meinem Leben habe ich so viel reden müssen. Na, hier geht's aber lebhaft zu. Schön. Die ganze Stadt ist in heller Aufregung wegen der Helfer vom Mond. Dafür solltet ihr am besten mit Sleepingway hier sprechen. Er ist der dedizierte Pilot des Mondes. Wie schnell er sich alle eure Namen gemerkt hat und über eure Fähigkeiten und Rollen Bescheid weiß. Nachdem ihr Mare Lamentorum verlassen habt, haben wir uns lange mit Orioger unterhalten. Er hat uns unzählige spannende Fakten über Aetheris erzählt und ist geduldig auf unseren gigantischen Werk von Fragen eingegangen. Mein Buch mit Informationen und Geschichten über euren Planeten ist inzwischen randvoll. Und jetzt, wo ich selbst Pfote auf Aetheris gesetzt habe, gibt es trotzdem noch so viele Dinge, die mich überraschen, erstaunen und entzücken. Wäre Orioger nicht gewesen, hätten wir endlos auf dem Mond gewartet. Wenn man nur den alten Orioger kennt und ihn jetzt sähe, würde man aus dem Staunen vermutlich gar nicht mehr herauskommen. Und aus dem Schmunzeln auch nicht. Kannst du dir die Gesichter von Louisois, Minfilia oder Papalimo vorstellen? Und natürlich... Hallo zusammen. Wir haben gehört, dass dies hier die richtige Anlaufstelle für Fragen aller Art ist. Hätte man ein wenig Zeit für uns? Wilfsohn und Blue Vida. Das sind die wohl berühmtesten Forscher auf dem Gebiet der Transportmagie. Und darüber hinaus Moonbridas Eltern. Was für eine Freude euch... Ich meine, es ist so lange her. Ich wusste nicht, dass ihr... Nein, nein, wir leben schon seit geraumer Zeit hier, seit wir ins Labyrinthos berufen wurden. Aber dass wir dich hier treffen, das hätten wir nicht gedacht. Also wirklich, Orioger, einen einzigen Brief hast du geschrieben, als unsere Tochter gestorben ist. Und seither hast du gar nichts mehr von dir hören lassen. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Es tut mir so furchtbar leid. Ich wusste, ich hätte es euch persönlich. Aber ich... Moonbrida, sie... Moonbrida war fürchterlich enttäuscht, dass Meister Louisois sie nicht nach Eorzea mitgenommen hatte. Als du sie zu dir gerufen hast, im Namen des Bundes der Morgenröte, hat sie gestrahlt wie die Sonne selbst. Alles, was geschehen ist, die Entscheidung, die sie traf, sie folgte dem Ruf ihres Herzens. Da sei dir gewiss. Du musst aufhören, dir selbst die Schuld zu geben, Orioger. Sei lieber stolz auf unser tapferes, starkes Mädchen. Es gibt nur eine Sache, wegen der ich dir ernsthaft böse sein könnte. Dass du nicht bei uns warst, um gemeinsam um sie zu trauern. Als wir deinen Brief erhielten, kaum lesen konnten wir ihn, so sehr muss deine Hand beim Schreiben gezittert haben, und sonst gar nichts von dir hörten. Da haben wir auch um dich geweint, Orioger. Es tut mir so leid. So entsetzlich leid. Ich fand einfach keine Worte. Für nichts, was ich empfand. Auch nicht für die Erinnerungen, die mich überkamen.
All das Wissen, das ich mir aneignete. Die Poesie, die ich verinnerlicht hatte. Unbedeutend, machtlos, bei dem Gott. Ich fühlte mich so ohnmächtig. Dummerchen, denkst du, uns ist es anders ergangen? Kein Wort brachten wir heraus. Da war nur diese tiefe, tiefe Trauer um unser Mädchen. Wir verstehen, wie es dir ergangen ist. Wirklich. Ich erinnere mich gut daran, als du noch jung warst. Ein Mädchen hat dich ständig gehänselt, weil du die Nase lieber in Bücher gesteckt hast, anstatt mit ihm zu spielen. Jedes Mal, wenn sie garstig zu dir war, hat sich Moonbreeder auf sie gestürzt und sie haben gerauft. Unser Töchterchen davon abzubringen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, Orianger ist ein lieber Kerl, hat sie protestiert. Und was haben wir geschimpft? Dann solle sie sich lieber um dich kümmern, anstatt mit dem Mädchen zu raufen. Ich sehe sie heute noch vor mir. Die Arme vor der Brust verschränkt, die Stirn in Falten gelegt. Und ganz krummelig dachte sie darüber nach. Seither wart ihr beiden unzertrennlich. Sie hat dich überall hin mitgeschliffen, ob du wolltest oder nicht. Und sie hat exakt die Bücher gelesen, die du auch gelesen hast, um dir eine bessere Freundin zu sein. Ach, vermutlich ist sie dir damals mit ihrer Klammerei ziemlich auf den Geist gegangen. Aber es war ihre Art, sich um dich zu bemühen, dich zu beschützen. Und jetzt schau dich nur an. Das Zentrum der Aufmerksamkeit. Nun hilfst du selbst, Bande zu schmieden. Das zu sehen, es gibt kaum etwas Schöneres für uns. Der Junge, in dem unsere Moonbreeder etwas Besonderes erkannt hat, um den sie sich stets so sehr bemüht hat, ihn mit all ihrer Kraft unterstützt hat. Schau, was aus ihm geworden ist. Wenn ich dich heute so sehe, dann fühle ich mich meinem Mädchen entsetzlich nahe. Wir sind so, so stolz auf dich, Orianger. Ja, endlich. Endlich erinnere ich mich auch wieder. An ihr warmes, ansteckendes Lächeln. Nicht der kleinste Funke von Traurigkeit. Diese Person muss sehr wichtig für Orianger gewesen sein. Fasziniert dich das? Nein, nein. Es zeigt mir nur, dass es noch so vieles gibt, was ich nicht kenne und verstehe. Mach dir nichts draus. Ich lebe seit meiner Geburt auf diesem Planeten. Und selbst für mich gibt es noch so viel, was ich nicht verstehe. Und Dinge, die ich verpasst habe. Deshalb kommt dieses Ende auch viel zu früh.
Thank you.